Am gestrigen 11.11. gegen 17.25 Uhr wollte ein 65-Jähriger aus Bayerisch-Gmain von einem Firmengelände über einen unbeschrankten Bahnübergang fahren. Hierbei hat er den von Freilassing kommend in Richtung Berchtesgaden fahrenden Regionalzug der Berchtesgadener Landbahn offenbar übersehen und ist über den Bahnübergang gefahren, ohne anzuhalten. Trotz sofort eingeleiteter Notsignale und Notbremsung des Lokführers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Pkw wurde ca. 40 Meter mitgeschleift, schleuderte dann in das Bachbett der Bischofswieser Ache und kam dort zum Stehen. Die Person war anfangs eingeklemmt, wurde durch Ersthelfer schon versorgt. Dann mit vereinten Kräften Feuerwehr und Polizei mit der sogenannten Crashrettung aus dem Fahrzeug befreit. Wir gehen davon aus, dass der Fahrzeugführer hier unachtsam war und den herannahenden Zug von Freilassing kommend nicht gesehen hat und dann über das Gleis fahren wollte, ohne anzuhalten und sich zu vergewissern, dass tatsächlich kein Zug kommt. Der Zustand des Pkw-Fahrers ist weiterhin sehr kritisch. Er ist immer noch im Unfallkrankenhaus in Salzburg und wird dort intensivmedizinisch betreut. Es waren insgesamt 26 Personen im Zug, da war glücklicherweise keine verletzt worden ist. Wir haben die Personen erst noch im Zug belassen, weil ja auch die Wärme, weil es ziemlich kalt draußen gewesen ist. Und dann, wo alles eigentlich so in die Gänge gegangen ist, dass alles funktioniert hat, haben wir dann anschließend mit dem Notfallmanager von der Bahn diese Personen evakuiert. Wir machen das über sogenannte Rettungsplattformen, weil dieser Zug ist ja nicht an einem Bahnsteig gestanden. Somit mit Rettungsplattformen kann man die relativ sicher aussteigen lassen. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet worden und somit wurden die Personen dann zu den anderen Bahnhof gefahren. Bei dem Rettungseinsatz insgesamt war die Polizeiinspektion Berchtesgaden mitsamt der Bundespolizei, den Feuerwehren von Bischofswiesen, Berchtesgaden und der Tauchergruppe aus Bad Reichenhall im Einsatz. Zusätzlich haben wir die Wasserwacht noch hinzugezogen und das Rote Kreuz natürlich, weil zu vermuten war oder befürchtet werden muss, dass er nicht alleine im Fahrzeug war, sondern dass entweder eine andere Person aus dem Fahrzeug geschleudert wurde beziehungsweise aufgrund Schock vielleicht auch davongelaufen ist. Und somit haben wir auch die gesamte Bischofswieser Acher mit der Tauchergruppen und auch mit Wärmebildkameras abgesucht, um dies auszuschließen, um noch eine weitere verletzte oder tödliche Person zu finden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Hier muss auch die Blackbox des Zuges noch ausgewertet werden beziehungsweise auf das Gutachten tatsächlich gewartet werden, um festzustellen, ob irgendwelche technischen oder analytischen Folgen hier festgestellt werden. Mein Appell an die Bevölkerung, jeglicher Überquerung eines Bahnübergangs, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pkw, seien Sie achtsam, schauen Sie nach links und nach rechts und noch einmal nach links und fahren Sie dann erst über den Bahnübergang.